Da ist das Problem bei mir. Augen zu, wenn ich das mache. Okay, vielleicht reicht das ja schon. Hoffentlich. Das sind 3 mm oder 3 mm. Das ist ein bisschen. Das ist das kleinste von den Teilen. Das ist ein Linksbohrer. Dreher, Linksdreher, so sieht das aus. Das ist das andere Teil dazu. Das heißt, wir packen das hier so irgendwie theoretisch rein. Und nach links. Da habe ich nie einen Leben halt. One eternity later. Das ist der Übeltäter. Da ist, was ist das alles von Metallstoff befreit? Hi. I came back from this. From this door. Oh, ja. Ich bin wieder da. Okay, weitermachen. Nehmen wir uns das hier rein. Ah, genau. Ich habe hier einen Druckluftspray. Echt praktisch. Dann gehe ich da jetzt einfach mal. Pumpe drüber und schau, dass ich noch eventuelle Späne wegbringe. Wenn ihr da so einen Flüssigkeitsfilm rauskommen seht, macht euch keine Sorgen, das ist gut mit den Chemikalien, damit das überhaupt funktioniert, soweit ich es verstehe. Einfach kurz warten, das ist nach 2 Sekunden weg. Ja. Packen wir das hier so rein. Der klappt hier rein. Und dann hält es eh schon in der richtigen Position. Nicht vergessen, diese Schraubenbeine zuzumachen.
normal. Das war nämlich auch der Fehler, den wir beim letzten Mal gemacht haben, sozusagen. Das gar nicht mit dem Drehmomentschlüssel zugeschraubt gehört, sondern nur handfest. Das fest. Jetzt gesagt worden, dass es da nur darum geht, dass er nicht rumkullert sozusagen, nicht rumkugelt. Das heißt, das ist nicht fertig. Und dann packen wir das wieder auf. Schauen, ob wir es nicht verdrehen. Der Markenname am Kopf. Das wäre nichts. Hier geht es wieder handfest, so ist mir erst genug. Gut, damit haben wir das. Sollte genug sein. Damit die Raumrettung abgeschlossen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's am allerbesten und ciao. I wanna heal your sorrow, talk to me. We'll make a new tomorrow. Talk to me.